So, wir sind hier mit einer türkischen Fußballlegende. Vielleicht erzählst du kurz mal unseren Zuschauern, wo du überall schon gespielt hast. Wo ich überall gespielt habe? Genau. Ich komme aus Gelsenkirchen, also bin dort auf die Welt gekommen. Ich durfte für Schalke, für Bayern München, Real Madrid, Galatasaray Istanbul und auch am Ende für Darmstadt 98 spielen. Und durfte über eine Jahrzehnte auch dann für die Nationalmannschaft auflaufen. So viele Stationen hast du hinter dir. Welcher Spieler ist dir besonders im Kopf geblieben? Sei es Mitspieler, der Beste und der beste Gegenspieler, den du je hattest? Ich glaube, Gegenspieler war der Clarence Seedorf schon sehr tough, muss ich sagen. Er war körperlich und auch vom Spielintelligenz her auf einem extrem hohen Level. Und in der eigenen Mannschaft hatte ich eigentlich mit den deutschen Nationalspielern Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger schon einige extrem gute Spieler gehabt, aber am Ende nehme ich den Franck Ribéry und den Arjen Robben, die dann halt ein bisschen offensiver waren und auch ein bisschen kreativer, schon ein bisschen doch in den Vordergrund. Okay, dann, wenn du jetzt den Jugendlichen hier einen Tipp oder mehrere Tipps für die Zukunft geben könntest, was sie besser machen können, wie sie besser werden können, welche Tipps wären das? Ja, ich glaube, dass sie die Motivation und die Leidenschaft bewahren müssen. Ich glaube, das Spielen, die Lust, die Freude dürfen sie einfach nicht verlieren. Und am Ende müssen sie wissen und auch mit der Realität sich dann halt auch konfrontieren, ob es dann halt dann doch lieber im Amateurbereich bleibt oder zum Profifußball geht. Aber am Ende sollten sie im Fußball bleiben. Ich glaube, dass der Fußball mehr als Fußball ist, dass es wirklich vereint, zusammenbringt und auch am Ende auch alle Probleme auf der Welt auch lösen kann. Cool, sehr schön. Vielen, vielen Dank.